Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Anno 1404 Venedig. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen, dass auf dem Zweitkanal in letzter Zeit wenig kam. Ich habe einfach wirklich viel um die Ohren. Ich habe auf dem Main-Kanal dafür wieder deutlich mehr gebracht. Da kommt zurzeit fast jeden Tag ein Video. Ich hänge mich da echt gut rein. Aber hier und da packe ich das einfach noch nicht, den Zweitkanal dann quasi auch zu bespielen. Aber ich arbeite daran. Und das sehr intensiv. Und für die Übergangsphase möchte ich jetzt einfach ein bisschen Anno-Gameplay zeigen. Ich hoffe, viele von euch kennen das Spiel oder mögen das Spiel. Es wird keine Game-Erklärung geben in dem Sinne. Denn Anno ist ein Game, was, denke ich mal, viel davon lebt, dass man darüber redet, was man tut. Also ihr werdet das schon on the fly lernen. Draußen ist die Straße wieder relativ laut, aber ihr wisst, wie es ist. 36 Grad in Berlin. Ohne offenes Fenster stirbt man da leider. Und wir spielen natürlich ein Endlosspiel. Das, wie man Anno auch spielen sollte. Wir können die Einstellung ein bisschen anpassen. Ich denke, wir setzen uns hier einfach mit einer Menge normalen Gegner auseinander. Upsi. Das habe ich ein bisschen verböllert. Ja, das sind die drei Gegner. Prinzipiell spielen wir sehr, sehr casual. Inselgrößen machen wir Mittel. Boah, eigentlich könnten wir die auch groß machen. Machen wir mal Mitte. Ich glaube, Mitte ist ein Ticken schwerer. Fruchtbarkeit ist Mitte, Inselschwierigkeit ist Mitte, Rohstoffe sind Mitte, neutrale Kräfte sind Mitte. Baurückerstattung ist komplett. Das muss ich, weil ich so einen kleinen, minimalen, krassen Hang habe, dass man... Ja, dass ich alles immer sehr symmetrisch machen muss. Wirbelstürme aus, Pest aus, Sandstürme aus, Gewitter aus, Vulkan an. Vulkan ist cool. Der Rest ist mit Baukostenrückerstattung eh sinnlos, weil du baust einfach nur ein Gebäude, reißt es wieder ab und hast dann eine Feuerwehr oder ähnliches. Start, Flaggschiff, kein Ruhm, 10.000 Startguthaben, Start-Item aus, aufgedeckte Karte aus, Sabotage aus. Sabotage könnte man auch anmachen, aber ich bin nicht so der Fan von Ratsversammlungen an. Siegbedingungen, nur Endlosspiel und damit gehen wir rein, Leute. Ich werde wahrscheinlich die ersten 6-7 Folgen werde ich hoffentlich am Stück aufnehmen. Das wären immer so, ja, ich weiß gar nicht. Eigentlich hatte ich halbe Stunde Folgen vor. Mit 20 Minuten wären es natürlich mehr Videos, ne? aber wir machen 30 Minuten Folgen, damit das Ganze ja auch nicht ewig geht. Denn langfristig ist die Idee, und da kann ich euch schon mal einweihen, dass ich immer sogenannte Projekte habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel mal jetzt den nächsten Projekt mit Kamlan, wie werde ich besser in Hearthstone? Und dann werden auf dem Main-Kanal zwei Videos dazu kommen. Und auf dem Zweitkanal will ich dann in der Woche quasi was zu diesem Projekt machen. Das heißt, da kommt dann jeden Tag ein Hearthstone-Video. Oder wie werde ich besser in FIFA? Wie werde ich besser in CSGO? Mit Sonics möglicherweise. Und solche Projekte finde ich geil. Oder Dodo Wars. Oder ich zock mal 2-3 Games CSGO mit PeteSpeed oder so. Ne, ihr versteht das Prinzip. Und dafür wird der Zweitkanal langfristig genutzt werden. Plus natürlich die Kamera-Spanner-Videos, wobei ich da echt bad war im Hochladen. Das tut mir wirklich leid. Aber die letzten Wochen waren für mich sehr, sehr anstrengend. Ich hoffe, ihr lasst da einfach Gnade vor Recht walten und bleibt mir weiterhin treu. Ansonsten, Anno für mich, eins der geilsten Games ever. Ich freue mich unglaublich auf den neuen Teil, der Ende des Jahres ja kommen soll, 1800. 1404 für mich mit der beste Teil. Ich muss sagen, ich spiele selten bis ins Late Game. Ich weiß auch nicht, ob diese Runde bis ins Late Game geht, denn Anno ist halt einfach ein endlos Game, wo man unglaublich viel Spaß haben kann, aber wo aus meiner Sicht irgendwann auch die Grenze erreicht ist von dem, was man weiterzocken muss. Auch weil es irgendwann... Es wird nicht zu komplex in dem Sinne, aber es wird auch einfach anstrengend. Also ich habe am liebsten bei Anno wirklich das Early Game. Also ihr müsst euch vorstellen, die ganze Zeit war es leise und jetzt nehme ich auf und hier rollt halt ein Streifenwagen gefühlt nach dem anderen raus. Ich habe die Karte noch nicht gespielt. Wie schön, natürlich nicht. Achso, nee, ich habe ja noch gar keinen Ruhm. Ruhm kriegt man erst von der ersten Insel. Es sind so ein paar Tactics, die es gibt. Zum Beispiel, dass man ganz am Anfang sammelt hier einmal die orientalische Geschenkurkunde ein. Und sobald man den orientalischen Großvisier oder wie er heißt, findet, hat man eine sehr gute Möglichkeit, da sofort von dem Schiff zu kriegen. Steinvorkommen, Eisenvorkommen, 6 Eisenvorkommen. What the f... Actual... Wir segeln da einfach schon mal hin, falls wir den nehmen. Ich meine, sie ist sehr weit nördlich. Das heißt, für Gewürze und so hätten wir einen sehr, sehr weiten Weg. Ansonsten von der Größe her ausreichend, aber nicht überragend. Nehmen wir nicht. Wobei, die ist schon groß. Ne? Ich spiele halt mit mittelgroßen Inseln. Ich glaube, da ist das schon mit das Maximum. Die Eisenvorkommen sind halt lächerlich. Aber theoretisch brauchst du nicht so viele in dem Anno. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen wasted.
Schwer zu sagen, ne? Aber für eine Startlinse an sich ganz cool. Das Ding ist, ich werde die Startlinse nicht nutzen, um Most oder sonst was anzubauen, sondern ausschließlich zur Züchtung von Bevölkerung. Ich kann mich da immer noch nicht ganz entscheiden, ob das nicht vielleicht die maximale Größe ist, die es gibt bei Mitte. Uff. Eine Herausforderung, sag ich mal. Wir singen hier ein Sie bisschen haben in die neues Richtung. Land gesichtet. Neues Land. Ja, ich habe hier vor allem ein paar Steine gesichtet. Hoffentlich meinen die das nicht mit Land. Ah, hier. Was haben wir hier? Ah, das hört sich auch schon sehr groß an. Auch hier singen wir mal hin. Oh ja. Oh ja. Ja, die ist aber actually auch nicht größer, oder? Aber sie ist ein bisschen weniger von Flüssen durchtrennt. Was einen Vorteil darstellen kann. Ja. Da sehe ich mich aktuell, muss ich sagen. Wir könnten den Hafen sofort hier machen, weil wir damit höchstwahrscheinlich ein bisschen näher am südlichen Bereich sind. Ich meine, die Insel ist recht groß, aber der bebaubare Bereich ist tatsächlich nur der. Wobei der auch recht groß ist. Ist die Frage, wo wir hier Holzfäller und sowas machen. Wir könnten hier starten und hier die kompletten Holzfäller hin machen. Und hier dann quasi den Rest. Aber ich glaube, dass ein Hafen Richtung Süden angenehmer ist. Das Drumherum segeln ist halt recht lang. Langfristig können wir hier natürlich auch neue Zugänge legen. Aber hier würden auch nur 1, 2, 3, 4 Holzfäller hinpassen. Ich denke, wir werden hier am Anfang eine Holzfällerfront machen, die Insel teilen. Quasi hier so. Und dann langfristig die Holzfäller einstampfen. Du wirst doch wohl nicht. Wir drücken mal ein bisschen aufs Tempo. Auch um uns die mögliche Enttäuschung zu ersparen. Aber manchmal hat die KI witzige Wege vor sich. Ja, und dann gründen wir hier ein neues Eiland. Oh, okay. Unsere Gebäudeauswahl wurde erweitert. Ist für ihn ein Grund, mich anzuschreien. Prinzipiell bin ich jemand, der erstmal immer alles löscht. Man hat natürlich manchmal ein bisschen Nachteile, weil man zum Beispiel Bäume und sowas neu pflanzen muss, aber mich persönlich stört das nicht so. Wir lassen hier einen Platz für den Weg, damit wir hier mehr Holzfäller hintereinander setzen können. Müssen gerade gucken, dass dasselbe Höhe ist. Ja, ich habe einen leichten Hang zur Symmetrie. Der bei Anno. Ehrlich gesagt, manchmal im Weg steht. Das kann man schon so sagen, weil manche Sachen sind halt einfach. Also hier zum Beispiel der Holzfäller ist jetzt ineffizient, aber er ist symmetrisch und deswegen für mich schön. Aber ich kann verstehen, dass manches triggern wird auf Dauer. Aber schreibt mir gerne mal rein, ob ihr auch so einen Symmetrieanhang habt, weil ich glaube, es ist was. Wenn ich so auf 9 Gig unterwegs bin und so, scheinen das ja echt viele zu haben. So, sehr, sehr sauber quasi hier alles. Mehr brauchen wir nicht unbedingt. Wir könnten jetzt hier quasi noch ein Lagerhaus machen und dasselbe Spiel nochmal. Wir wollten die Insel eigentlich ganz gerne teilen. Wir gehen mal erkunden. Die nächsten Insel links und rechts. Ich brauche noch eine Insel, wo Most eingebaut wird, weil ich das, wie gesagt, eigentlich nicht unbedingt hier machen will. Ansonsten, marktplatzmäßig, gehen wir wahrscheinlich hier hin. Das Problem ist quasi, ob ich langfristig quasi die Holzfäller alle cutte, weil dann sollte ich den Marktplatz schon so setzen, dass ich das langfristig machen Eine kann. Insel wurde Was ein bisschen ausgelöscht. ineffizient am Anfang ist. Aber ich denke, wir gehen dafür langfristig. Das heißt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hier wäre quasi die Trennlinie. Land in Sicht. Das heißt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Okay. Müssen wir gerade gucken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hier wäre die Straße. Ist okay, ne? Ja, machen wir es so, machen wir es so. Bäume abreißen, jetzt natürlich ein bisschen tricky. Können jetzt gerade auch nochmal neue Bäume pflanzen hier in dem Bereich, falls ich da einen aus Versehen mal abgesägt habe. Upsi. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das dachte. Aber es ist nicht schlimm. Oh, ich habe mein Schiff nicht gebindet. Das war ein bisschen doof. Hier kann ich Most bauen. Das ist nicht groß, aber für Most braucht man normalerweise auch nicht so viel. Best Case kann man quasi Most und noch was anderes anbauen. Das ist meistens ein bisschen schicker. Was hätte ich gesagt? Hier, ne? Haben wir durchzählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ist quasi für zweier Häuserfronten. Das ist quasi mein Standardaufbau. Actually, das hat das Angenehme an Baukostenrückerstattung. Setze ich den lieber so. Weil dadurch deckt er hier auch drei ab. Und ich habe es ein bisschen angenehmer. So, wir ziehen ja einmal sofort die Straßen durch. Das ist auch eine ziemliche Goldverschwendung, aber halt auch so ein kleiner Tick, den ich habe. Ich plane meine Siedlung gerne am Reißbrett. Die absoluten Anno-Veteranen unter euch werden wahrscheinlich hier im Strahl speien müssen gelegentlich. Aber ich muss euch da von Anfang an leider sagen, gewöhnt euch dran. Das wird leider öfter passieren. So, was wir vergessen haben, ist ein Fischer. Sie haben eine neue Insel. Ja, das kann man hier alles nicht so schön bauen, leider. Was könnten wir denn machen, wenn wir hier die Straße durchziehen? So, wenn wir hier die Straße durchziehen und hier einen neuen bauen, könnten wir die da unten anbauen. Ne? Aber da unten sind sie eigentlich nicht so nützlich. Das heißt, wir können hier durchziehen. Ich schicke mein Schiff währenddessen mal weiter. 1, 2, 3. Zack. Das heißt, hier würde die Straße lang gehen. Das heißt, wir könnten das nächste Häuschen, könnten wir hier in dem Bereich bauen. Boah. Das wäre ganz angenehm. Könnte es auch hier bauen, aber hier unten macht, glaube ich, mehr Sinn. Ergibt mehr Sinn, macht mehr Sinn, wie auch immer ihr es lieber habt. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. What? Why? Ah, ich habe die Straße noch nicht gebaut. Upsi. Autosave ist natürlich mein bester Freund, gerade bei so einem Stream-Projekt. Stream-Projekt, sag ich schon, YouTube-Projekt. Auch hier sieht es wahrscheinlich nicht so schön aus, aber zumindest die ersten beiden sehen ganz nett aus. Das ist natürlich jetzt der letzte Bumper. Wie machen wir das, wie ist es am schönsten? Wahrscheinlich so. Ich meine, das wird auf Dauer eh hässlich werden hier unten, weil die beiden werden nicht auf Dauer reichen. Das war nicht so gut platziert, weil fairerweise kann der jetzt nur die beiden aufnehmen. Bisschen hier gemacht hätte, er könnte mir helfen, die Holzfäller mit abzuholen. Oh, what? Did I actually... Ich habe das immer noch nicht gecheckt gehabt. Vielleicht nutze ich auch das für Most. Aber das hier ist für Most eigentlich ganz gut, weil es so damit useless ansonsten ist. Na gut, mal gucken. Bauoptionen wollen wir weiter. Moss könnte ich jetzt anbauen, aber will ich, wie gesagt, nicht auf der Insel machen. Wir ziehen das Ganze ein bisschen mit Tempo durch. Ich glaube, ein zweiter... Ihre Siedlung ist gewachsen. Ah, ein zweiter... Okay. Ja, jetzt haben wir die Siedlung. Das heißt, wir segeln hier nach oben, holen uns das Ding und gehen dann den Exoten suchen. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil ich halt nur einen Marktkahn habe. Ein zweiter wäre halt schon sinnig. Ich meine, wir könnten hier am Ende der Straße noch einbauen und da nochmal ein paar Holzfäller nachlegen. Also die Holzfäller ist natürlich eine massive Überproduktion, die ich hier habe. Ne? Wenn ich das richtig einschätze. Kann ich hier jetzt noch Holzfäller bauen. Und hier dachte ich, ich könnte noch einen bauen, aber kann ich nicht. Aber das ist nicht so schlimm, ich habe eh schon... Hä? Wow, wie krass habe ich den denn versetzt? Das war ja jetzt nicht so smart. Ich verschwende dadurch am Anfang, wie gesagt, insane viel Ressourcen. What? Der steht schon falsch. Also sobald der da raus ist, muss der also auch nochmal abgerissen werden. Hat der jetzt das? Ja, der hat das. Ich wollte schon sagen, weil irgendwie sieht das alles nicht so clean aus. Ich frage mich, wen es von euch aufgefallen ist. Aber wahrscheinlich eine ganze Menge, ne? Ist ja quasi... YouTube ist ja wieder Twitch-Chat. So, sind die alle richtig? Ja, ne? Ja, die sind alle richtig.
Die sind alle so, wie sie es gehört. Das freut mich. Und der kann jetzt helfen, mal am Abholen. Das ist am Anfang ein Ticken angenehmer dadurch. Ich muss einmal gucken, ob meine Nahrung reicht. Ja, sie steigt angeblich noch. Ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis von Fischerhütten zu Dings ist. Und auch hier muss ich schon mal sehr früh sagen, ich weiß, dass man das alles nachgucken kann. Aber ich habe tatsächlich Spaß daran, das einfach so nach Gefühl zu machen. Das mag den einen oder anderen ziemlich strange vorkommen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich spiele das Ganze halt, wie gesagt, auch nicht irgendwie auf einen Competitive Factor oder so. Oh, Datteln, aber keine Gewürze. Könnte trotzdem als erste Insel ganz nett sein. Ich meine, die hier für Most ist halt ziemlich klein. Die hier werden nochmal richtig groß. Actually fast größer, als ich es brauche. Aber der Hafen liegt relativ nah. Wahrscheinlich werde ich hier mal eine zweite Insel einfach machen. Einfach, die ist groß, die ist actually zu groß, aber ich kann die ja später noch nutzen. Ja, der wartet schon. Das erste Schiff nutzt man normalerweise für die Südinsel. Ich nutze das aber ganz gerne einfach für meine erste Expansion. Muss mal gerade gucken. Tja. Ich meine, langfristig will ich auch noch da unten sein, ne? Tricky. Plane ich sofort langfristig? Dann müsste ich hierfür gehen. Fallen da unten ein paar weg. Das hier wäre langfristig wahrscheinlich mit das Beste. Aber ich denke, ich gehe sofort für die langfristige Variante. Kirche so früh zu bauen ist nicht unbedingt notwendig. Ich kann die auch einfach später hochziehen. Ab dem Moment, wo ich quasi Most produziere. Aber so habe ich eine ganz gute Idee dafür, wo meine Gebäude eben von Anfang an Glauben haben und wo nicht. Habe jetzt schon ein paar gebaut, die keine haben. Was normalerweise sehr ärgerlich ist, aber jetzt nicht so wild. So. Ich gehe den Sultan suchen und der ist halt meistens gefühlt unten rechts. Das ist aber auch nur so eine reine Gefühlssache und so viel habe ich das Game in letzter Zeit auch gar nicht gespielt. Wir kaufen jetzt sofort mal Werkzeuge ein. Einfach weil wir über die Kapelle schon ein bisschen was gewastet haben. Eine neue Insel ist das eine, aber ich suche eigentlich den Großvisier. Ah, wir müssen... Naja, auch das ist er nicht. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Das Flaggschiff kam halt von da. Ich hätte gehofft, dass mir das irgendwelche Infos gibt, aber ich wüsste jetzt aus dem Bauch heraus nicht, was ich daraus ziehen sollte. So, schenke ich jetzt schon meine Holzfäller ein? Ich denke, nein. Das ist die richtige Antwort. Hier unten habe ich echt eine ganze Reihe an Inseln. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Auch noch ein Gebäude. Das ist auch ganz cool immer. Den kann man was abkaufen. Das ist normalerweise unverschämt billig. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Das ist natürlich heute irgendwie ein Flop, ne? Sie haben neues Land gesichtet. Ah ja, schon krass. Normalerweise habe ich da ein bisschen mehr Glück. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Hätte den Typen halt echt gerne früh entdeckt. Aber es sieht so aus, als müsste ich mich da noch ein bisschen gedulden. Muss jetzt hier eine Straße nachziehen. Weil die ansonsten keine Gemeinschaft haben. Keine Gemeinschaft ist ganz böse. So, die da oben sind nicht drin. Also es ist ja wirklich Mobbing, ne? Na gut, segeln wir mal nach da. Ich hätte gedacht, dass er hier irgendwo ist. Aber da unten sind echt eine ganze Reihe an netten Inseln. Uff. Das Autospeichern trifft mich immer. Ihr seht ein ganz klein bisschen nicht, ne? Oder ne, ihr habt so ein ganz klein bisschen schwarz unten. Tja. Ich denke, so ist es ein bisschen angenehmer. Sorry dafür. Es liegt daran, dass ich im fensterlosen Modus spiele. Aber das kann doch nicht sein. Och komm, ich will doch nur den Typen finden. Dadurch delayt sich natürlich meine Expansionspläne ein bisschen. Diese Markkarten kann man aber automatisch rausschicken. Die sind einfach einmal umsonst abholen. So könnte man sie auch nennen. So, die gehen bis hier. Ein Eiland wurde gesichtet. Könnte jetzt auch mal einen zweiten Marktplatz bauen. Ach, kann ich nicht. Selbst das geht nicht, weil ich habe keine Dings. Ach, das ist aber auch. Also. Ein bisschen zum Heulen ist es, ne?
stelle ich da natürlich auch gerade ein bisschen an, aber. Ich kann dann hier trotzdem, damit ich vom Holz nicht overcappe, ein paar nachziehen, die noch nicht im Glaubensbereich sind. Ist nicht so schlimm. Also wie gesagt, es ist suboptimal. Blibablub, aber an sich ist es nicht so wild. Könnte auch hier oben schon die zweite Reihe machen. Ich glaube, ich werde das auch. Ja, wo versteckt er sich denn heute? Ist er vielleicht hier? Das wäre natürlich sehr bitter. Aber eigentlich ist er mal weiter südlich. Ha! Wir haben ihn. Took some time. Ja, wir wollen das übergeben. So, wir kaufen in dem Moment auch immer ein paar Werkzeuge ab. So, und jetzt... Jetzt gibt er mir ein Schiff. Oh, ich habe die vergessen zu verbinden. Bin ich ein frommer Mensch? Ich weiß es gar nicht so. Ich glaube schon an Gott und so. Aber ob ich so ein frommer Mensch bin, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe bei diesem Schiff hier immer Angst, dass wenn ich da an einer normalen Insel was pflanze quasi, dass es dann auch orientalisch wird. Ich glaube, das ist eine unberechtigte Sorge. Aber deswegen wird sich das Ganze jetzt leider ein wenig delayen. Zack, zack, zack. Könnte auch hier oben schon mal nachsetzen. Das mache ich eigentlich sehr selten, aber ich habe halt gerade einfach noch keine Möglichkeit, mein Holz sinnvoll einzusetzen. Oh, wie steht es denn um Nahrung? Ach, das geht ja. Ich glaube, dass ich langfristig doch noch einen dritten brauche. Ah, da habe ich mich natürlich ein bisschen mit getreut, ne? Bin ich ehrlich. Ja, können wir dich nicht drehen? Naja, nicht so wild, ne? Das wird da unten, wird da noch eins gemacht. Deswegen segel ich jetzt mit dem Hinlader hier um und werde dann die nächste Siedlung machen. Hier kann man nochmal abholen, ne? Tut nicht weh. Und sobald die Werkzeuge da sind, ist das ganze Problem ja eh wieder so ein bisschen drin. Ich habe eben eine Runde Multiplayer gespielt. Ich muss sagen, Multiplayer macht mehr Bock, aber zieht sich natürlich ein bisschen, weil man halt nicht den Speed-Modus hat, ne? Also, fällt mir gerade nochmal auf. Wie insane das doch ist. Achso, ich würde jetzt umlegen, ja? Gestatten, Sir Gavin Langton. Herr Arschkriecher, erfahrungsgemäß. Weil eigentlich ist er sogar noch der anstrengendste der Bande. So, du gehst hier hin. Das war die Insel, die wir haben wollten. Hier unten würde, wie gesagt, auch gehen, aber ist nicht so wild. Den legen wir auf die 2. Und erkunden mal, ob wir hier nicht vielleicht noch eine coole Insel finden. Habe ich jetzt beide? Ja. Einfach mit STRG, ihr kennt das wahrscheinlich aus diversen anderen Spielen. Keine Wege? Sollen die Leute etwa querfeld? Wo ist es denn? Welches Haus hat die fehlende Straßenverbindung? Du, ne? Ja, das kann ich gerade auch noch nicht lösen. War ein bisschen dumm, das zu bauen. So, dann wollen wir wieder abziehen, ne? 1, 2, 3, Straße, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Straße. Ich denke, das passt hier ganz gut. Irgendwie sieht das nicht so aus, als wäre es passend. Gucken wir mal. Doch, passt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Straße, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Straße. Ein Träumchen. Erstmal wieder hier natürlich alles einreißen. Na, ihr kennt das, ich bin nicht so der Naturbursche. So, dann... Auch das hier natürlich wieder eine Goldverschwendung. Man bräuchte das nicht sofort, aber... Ich mag es einfach, ne? Gönnt mir da ein bisschen meinen Seelenfrieden. Ziehen hier die Straßen lang. Dadurch haben wir quasi so einen... Ja, so einen Plan von Anfang an im Kopf. 1, 2, 3, 1, 2... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Zack. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Och nee, habe ich den wirklich gefunden? Warte mal. Upsi. Die Straße ist falsch. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Das ist, glaube ich, die Definition von Geldverschwendung. Naja, gut, dann warten wir mit den Straßen erstmal. Scheinbar bin ich dazu doch nicht in der Lage. Ja, wir haben ihn leider gefunden. Das ist nicht unbedingt schön. Das braucht man einfach für die Anfangsphase nicht. So, haben wir den? So, okay. Die Siedlung ist unbesiedelt. Das muss man nochmal einmal checken, weil nicht, dass da ein Last Second irgendwer hingekommen ist. Das ist immer sehr unangenehm, weil die darauf richtig ausrastet, die KI. They hate it.
Irgendwo auch berechtigterweise, muss man sagen. Das tut man einfach nicht. Ein bisschen manieren muss es auch bei Anno geben. Wurde gesichtet. Sie haben ein neues Land gesichtet. Ziehen wir so durch. Ja, Mostproduktion wird hier, wie gesagt, aufgefahren werden. Und irgendwie gefällt mir die Straße auch nicht. Das kriegen wir übrigens nicht wieder. Das heißt, das ist tatsächlich aktive Geldverschwendung, was ich hier mache. Aber das ist mir ehrlich gesagt. Ist es mir trotzdem wert. So, auch wenn es ineffizient und alles ist. Ich weiß gar nicht mehr. Wie macht man das? Zack, zack, zack. Auch hier gibt es perfekte Bauarten. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Ich habe eben in dem Game, was ich gezockt habe, habe ich das Ganze so gemacht und es war sehr erfolgreich. Endlich lernen wir uns kennen. Ich bin Helena Flores. Sehr erfreut. Hallo Helena. Ich grüße dich. Irgendwie sieht mir das nicht so aus, als wäre das erfolgreich am Ende. Aber wir können es ja probieren. Kriege ich hier noch 4 hin? Oh, sieht gut aus, ne? Nice. So hatte ich das eben, glaube ich, auch. 3 reichen für den Anfang dicke. Ich habe eben 6 gebaut, aber ich glaube, es ist ein bisschen waste. Ich hatte irgendwie ständig einen Überfluss. So, meine 2 fährt jetzt wieder hier hoch, weil die soll langfristig den Handelsweg machen. Und meine 1... Oh, ich habe jetzt die ganze Zeit Holzüberschuss, ne? Na gut, aber das kann ich aktuell, glaube ich, gar nicht ändern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das ändern will. Wir könnten allerdings natürlich noch mehr Leute machen. Fischproduktion muss wahrscheinlich auch nochmal angetrieben werden. Oh, ich habe gedirbt. Ja, nun wird es einfach sein, den richtigen Weg zu finden. I hate me. I really hate myself. Weil hier sind ja die 6er, gar nicht die 3er. Okay, wollen wir dann vorher einmal abzählen? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ach Mann, sowas Dummes. Vielleicht sollte ich die Chancen echt nicht früh ziehen. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach nur bad darin. Ein paar gehen aber hier schon verloren, ne? Aber ich könnte ihn auch hier hinsetzen. Ach, wie doof. Aber warte mal, da habe ich mich doch jetzt schon wieder verzählt, oder? Hier passt genau 1 hin. Achso, doch, da ist ja immer ein Überschuss. Ach, wie ärgerlich. Ja, tut mir leid für alle, die effizienzgetrieben sind. I just fucked up again. Das macht wirklich nicht viel Sinn. So, ich soll ein Schiff auf See hier 4 bringen. Ich weiß gar nicht, was es bringt. Auch ein bisschen Goldmünzen. Ja, Goldmünze ganz nice am Anfang natürlich. Aber langfristig so oder so. Eins der coolsten Sachen ist natürlich mal wieder die Handelsrouten. So, das ist das 0815-Ding von Anno, aber es ist auch einfach damn it awesome. I love it. Zack, wir ziehen die hier wieder raus. Geben der Diara den Auftrag, das zu machen. So. Ja, super ärgerlich. Sowas sollte mir hier nicht auf Dauer passieren. Wir ziehen jetzt einmal die Häuser durch. Die Straßen direkt dahinter. Ja, das war Murks. I'm sorry, Boys. Es tut mir wirklich leid. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ich gucke mir ja solche Let's Plays selten an. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da echt hart mitleidet, wenn da derjenige sich dumm anstellt. Da bin ich gerade definitiv kein Paradeexemplar für gutes Straßenmanagement und so. Vor allem sage ich auch noch, ich will die Plan, damit nichts schief geht. Guess what? I fucked up. So, ich muss gleich wieder 2 Häuser einreißen für die Kirche, aber das finde ich nie so wild. Wir nehmen jetzt einmal alles mit. Ich hoffe, die 3 reichen. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Natürlich verweigern wir erstmal die Aufstiegsrechte, damit wir das selber schön machen können und wir verweigern am Anfang auch das Mostzeug. Was hat er gesagt? Was soll ich da hinbringen? 4, ne? Wechsel auf 1er. Zack.
Wo ist das Schiff? Hier unten, ne? Das ist halt echt weit weg. Naja. Das sollte trotzdem kein Problem sein. Mit dem Ruhm können wir dann auf dem Rückweg auch noch schnellere, schnellere Segel uns holen. Die sind meistens auch wohl. Ich habe noch einen Fischer hinterhergehauen. Weil ich glaube, dass das eigentlich nicht reichen kann, was ich da habe. Lade jetzt hier einmal wieder aus. Wechsle deswegen wieder auf 10er Schritte. Und wir könnten noch eine Küche bauen. Die geht halt bis hier. Das heißt, die nächste wird wahrscheinlich hier so sein. Der 2-Block, der ist auch schon nicht mehr drin. Das heißt, hier wäre eigentlich ein ganz guter Spot. Auch das natürlich streng genommen ineffizient, ne? Obwohl mich das in so einem Fall ein bisschen weniger triggert. Das ist die Frage, ne? Also hier der Bereich fährt ja auch da nicht mit rein. Ach, es geht. Es geht, würde ich sagen. Machen wir das hier. Diesmal sind hier auch keine Holzfäller. Das heißt, hier können wir auch sofort voll machen. Damit die Küche hier möglichst effizient genutzt wird. Wir könnten auch noch die Reihe danach sogar machen. Ist da eigentlich kein Nachteil drin. Hier jetzt natürlich wieder am Ende meiner Barussussen angekommen. 3, zack. Zack. Hier oben die Straße hatte ich ja Gott sei Dank noch nicht fertig gezogen. So, da haben wir wieder ein bisschen Holz drin. Man sieht immer, wenn die Kirche da grün wird. Die Kapelle ist das übrigens. Hat eine orientalische Siedlung gegründet. Ist das die hier? Aber ich sollte mich wahrscheinlich trotzdem auf Dauer ranhalten. Habt ihr eure Pflicht erfüllt? Ich wusste, man kann. Wir haben unsere Pflicht sowas von erfüllt. Wie nett. Ah, hier unten ist die Siedlung gegründet worden. Das ist nicht so wild. Wir rennen jetzt zu denen, weil der hat immer dieses hochwertige Sägetuch. Oh, das kann ich mir noch gar nicht leisten. Das ist natürlich ärgerlich. Egal, dann gehe ich Werkzeuge kaufen. Hoch zu dem. Wie ist es euch inzwischen? Der hat auch keins. Meh. Schade. Nicht so wild. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ah, der hat mir da oben mal Werkzeuge verkauft. Das ist ganz angenehm. Sieht meine Mostproduktion aus? 5. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die 3 vielleicht doch nicht reichen. Ne? Irgendwie ist die Produktion auch ein bisschen langsam. Andererseits verbrauchen die so viel am Anfang? Ich habe außergewöhnlich Stimme. Ich weiß es gar nicht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Keine Holzfäller. Die Holzfällerhütte stellt nichts mehr, weil ich mal wieder am Max bin. So. Ich meine, ich könnte die drei hier auch schon abreißen. Die beiden hier abreißen. Vielleicht machen wir das. Lassen wir die beiden noch ab. Die beiden schon mal in einem ersten Schritt. Wäre möglich, aber... nee, ich glaube, aktuell brauche ich sie einfach noch. So, was haben wir jetzt? 16, okay. Damit öffnen wir, dass die das trinken dürfen. Die werden das wahrscheinlich sowas von wegsaufen. Aber das ist in Ordnung, damit wir langfristig mal auf die Bürger kommen. Wenn wir die Bürger haben, ist der nächste Schritt natürlich die Werkzeugproduktion. Hoppla, ich habe gerade 40 Werkzeuge. Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meinem ganzen Glücksgefühl dadurch. So, das gibt bis da. Das ist die nächste Kapelle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Das ist natürlich jetzt ein bitteres Timing. Spiel gespeichert. Aber wir sind auch in der ersten Folge durch. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es mehr sehen wollt. Ihr werdet es so oder so ein bisschen mehr sehen, aber ihr entscheidet natürlich, wie lang das Ganze ist. Und schreibt mir, was ihr generell von meiner Planung von Haupt- und Main-Kanal, Zweitkanal haltet. Tschüss und bis bald, euer Johnny.